Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Licht ohne Schatten, dein Podcast, um dein Licht so stark scheinen zu lassen, dass du alles um dich herum auch zum Strahlen bringst. Ich bin Kiane Maria und in dieser Folge spreche ich darüber, was ich zum Thema Schicksal oder Zufall denke, weil ich oft gefragt werde, ob das, was uns passiert in unserem Leben oder das, wie unser Leben aussieht, ob das auf das vorbestimmt ist, ob das auf unserem Schicksal beruht oder ob ich hingegen denke, dass alles, was passiert, auf unseren Entscheidungen beruht und wir die Wahl haben, alles zu entscheiden. Und darauf ist meine Antwort, dass ich denke, dass beides der Fall ist. Und was genau ich damit meine, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Ich werde oft gefragt, oder sagen wir, ich treffe oft auf Menschen, die sich fragen, ob das, was passiert, auf Schicksal beruht oder ob der Mensch die freie Wahl hat und alles, was passiert, auf den eigenen Entscheidungen beruht. Und an dieser Frage, so wie sie gestellt ist, sieht man, dass die Menschen davon ausgehen, dass es entweder das eine oder das andere sein kann. Ich hingegen bin aber der Meinung, dass es beides gleichzeitig ist. Und damit meine ich nicht ein Schicksal, das quasi nach dem biblischen Sinne und dem, sagen wir, im christlichen Gott zum Beispiel vorbestimmt ist und es einen Weg gibt, den man quasi nur folgen muss, so egal wie, weil der ist sowieso immer da und alles, was man macht, ist dieser Weg. Also so, das ist auch nicht das, was ich denke. Andererseits glaube ich auch nicht, dass es gar nicht sowas gibt und alles komplett nur die eigenen Entscheidungen sind und es nichts Höheres gibt, natürlich, was da mit reinspielt. Ja, weil ich denke, dass wir als Seelen auf diese Welt gekommen sind und dass unsere eigene Entscheidung war. Also ich denke, dass unser Schicksal sozusagen oder solche schicksalhaften Dinge, man könnte auch das eine Art vorbestimmten Lebensweg oder unser wahres Ich, unser wirkliches Sein oder unsere Bestimmung oder auch Berufung oder wie man das auch immer nennen mag, dass das in unserer Seele festgelegt ist sozusagen, dass das einfach unser tiefstes Inneres ist und bestimmt und das haben wir mitgebracht hier in unser Leben in einem Menschenkörper, als Mensch auf dem Planeten Erde. Und es liegt in unserer Seele, die einzigartig ist
und unendlich und auch unveränderbar tatsächlich. Und darin liegt meiner Meinung nach das, was Schicksal ist. Oder was ich unter Schicksal verstehe. Oder unter dem, was vorbestimmt ist, sozusagen. Und damit meine ich nicht die äußere Hülle oder unseren Körper oder... Also, wobei das natürlich auch mit dabei ist. Also wir haben nicht zufällig den Körper, den wir haben. Also, auch dafür haben wir schon in vorherigen Inkarnationen oder auch einfach in unserer Seele den Grundstein gelegt. Also je weiter wir entwickelt sind, wir kommen ja auch nicht alle von dem gleichen, also von dem gleichen Ort, sag ich mal, auf diese Erde. Auch wenn wir ursprünglich von dem gleichen Ort alle kommen. Von dem Ursprungsort sozusagen, dem Energieort. Aber darin, in unserer Seele liegt quasi das, was wir hier auch auf der Welt sind zu tun oder warum wir hierher gekommen sind. Also weil das schon allein ist kein Zufall. Also wir sind nicht einfach so zufällig hier und wir sind auch nicht einfach so zufällig das Kind unserer Eltern. Und wir sind auch nicht zufällig in der Zeit geboren, in der wir hier sind, sondern wir sind alle aus einem bestimmten Grund zu genau diesem Zeitpunkt, zum genau richtigen Zeitpunkt und genau jetzt hier. Deswegen müssen wir uns auch nicht fragen ständig, warum und warum und warum, sondern wir können es einfach annehmen und im Vertrauen sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die Frage stellt, okay, oder also angenommen, wir sitzen einfach mit 8 Menschen an einem gedeckten Essenstisch am Abend und das sind alles Menschen, die zusammengekommen sind, eben zu diesem einen Punkt und man sich noch gar nicht so gut kennt. Man hat einfach ein gemeinsames neues Projekt, was alle interessiert und man ist so ein bisschen wie eine Familie und wie Freunde. Und dann fragt man sich, okay, glaubt ihr, dass wir hier, also dass das vorbestimmt wurde? Oder dass, ja, also quasi, dass es schon vorher feststand, dass wir uns heute Abend hier alle zusammen sehen und hier zusammen sitzen und essen. Und darauf gibt es, denke ich, viele Antworten und das ist auch einmal, dass all unsere Seelen scheinbar auf irgendeine Art und Weise verbunden sind und waren. Zumindest sind sie das in diesem Moment, weil wir da alle physisch zusammensitzen und irgendwie ist das wirklich sehr sehr schön, weil es ist quasi wie ein Wiedersehen. Also das ist so so unvorhergesehen sozusagen, dass es so ist und wie schön es ist und so besonders und wirklich magisch, dass das ist quasi ein, also dass man quasi spürt, dass unsere Seelen uns sich wiedersehen wollten, sich wieder treffen wollten.
Und das wussten wir aber alle vorher natürlich nicht. Also wir kannten uns ja nicht. Wir haben nicht von der Existenz des oder der anderen gewusst in dieser Inkarnation hier im Leben. Und wir haben gleichzeitig aber Entscheidungen getroffen natürlich. Wir hätten auch andere Entscheidungen treffen können und dann wären wir auch nicht zu so viel an diesem Tag, an diesem Tisch gewesen zusammen. Da bin ich mir sehr sicher. Also es ist immer die Frage, entscheiden wir uns nach dieser vorbestimmten Seelenlust, ja, das zu erschaffen, dort zu sein, die Abenteuer zu erleben, die Wunder zu vollbringen, die wir wirklich Lust haben. Also die unser wahres Sein ja, zum Ausdruck bringen. Oder entscheiden wir uns anders? Oder manchmal gibt es ja auch verschiedene Dinge, die da unsere Seelen Ausdruck, unsere Seele Ausdruck verleihen wollen. Und manchmal kann man die nicht alle gleichzeitig machen oder müssen zeitversetzt werden oder wie auch immer. Aber wir haben öfter dann im Leben die Möglichkeit, dass die Dinge doch passieren oder wir auf die Menschen treffen, deren Seelen wir auch treffen wollten. Und das passiert immer mal wieder und es kommt darauf an, ob wir dann eben Ja sagen oder Nein sagen oder wie wir uns entscheiden, was wir machen. Das heißt, es ist wirklich beides zum gleichen Zeitpunkt. Und hier auf der Erde zählt eben nur der gegenwärtige Moment und diese gegenwärtige Inkarnation in diesem Körper, hier und jetzt. Und das, was eben jetzt hier materiell ist, weil wir jetzt hier materiell geworden sind und das einfach unsere Handlungsbasis ist. Und ja, ich denke, wir haben jeden Moment auch, also es kommt immer darauf an, wie wir auf Dinge reagieren und damit auch, mit welchen Entscheidungen wir auf Dinge reagieren. Und danach, also dann, wenn man dann eine Sache entschieden hat, manchmal muss man das ja auch einfach tun, um dann erst zu sehen, wie sich das anfühlt, ob sich das gut anfühlt oder nicht so gut. Und dann kann man immer noch sehen, ob man sich wieder anders entscheidet und manchmal braucht man das, um zu sehen, ob das unserem ja, Seelenschicksal, nenne ich jetzt mal, entspricht. Oder nicht. Und ja, unsere Reaktion auf die Dinge ist sehr viel wichtiger, als wir vielleicht zumeist denken. Weil letztendlich erschaffen wir alles natürlich selber. Wir schaffen alles mit unseren Gedanken. Wir schaffen unsere Lebensrealität mit unseren Gedanken. Und wir kreieren diese Welt auch mit unseren Gedanken und mit unserem Gefühl und mit unserer Stimmung. Und all das, was wir uns wünschen, müssen wir zuerst in uns selber fühlen und kreieren. Und auch da passiert beides gleichzeitig. Das, was viele Menschen unter Schicksal verstehen und das, was sie unter ja, einem entscheidungsbasierten, rationalen Leben verstehen.
Und daher denke ich, dass es keine, es schließt sich nicht aus, dass beides gleichzeitig in Kraft tritt und am Werk ist, um unser Leben zu gestalten und uns zu einem glücklichen und zufriedenen Leben zu verhelfen. Beide Kräfte sind da und wir können beide nutzen und sie sind beide wichtig und gleichzeitig vorhanden. Ich hoffe, dass dir diese Folge einen interessanten Einblick gegeben hat und dich vielleicht zum Nachdenken bringt oder dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Fühl dich umarmt. Lass dein Licht scheinen. Diese Welt braucht dein Licht. Shine bright. It's time to shine. Alles Liebe. Und bis ganz bald, deine Kiane Maria.